So. Sorry. Willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Devil May Cry 4. Puh. Wir kämpfen gerade gegen Credo als Engelform. Ich muss mal ganz kurz mein Ohr kratzen. Ah, es tut gut. So. Und ich hatte ja letztes Mal, assi wie ich bin, einfach mal einen Cut vorm Ende gemacht. Und los geht's. Komm, der muss doch mal jetzt einen richtig krassen... Nein. Mann, ich will ihn richtig krass fertig machen. Dabei macht er mich gerade richtig krass fertig. Oh nein, 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 nein. Au. Okay, ich muss noch einen Stern nehmen. Krass. Ich nehme aber einen kleinen. Ah, wohl ein kleiner reicht wahrscheinlich nicht. Oh Gott. Ich bin doch... Alter, willst du mich verarschen, du scheiß hässlicher Fickengel? Du bist selber nur ein Dämon, ey. Guck dich doch mal an. Jetzt musst du aber auf die Fresse bekommen, ey. Moment mal, wenn Credo ja der Bruder von Kiryu ist, dann ist doch Kiryu bestimmt ein Engel oder halt ein Dämon. Ey, echt jetzt? This isn't what you think. Why? Why did you do this? It was our intentions to protect you from the truth. Nero is a demon. You son of a... Nero! Not to worry. I have no intentions of harming her. Yet... Though it would appear your attachment extends beyond friendship. She has nothing to do with this. Let her go! Agnus! How dare you use my sister? This is my fight, and I will finish it. Let her go. His Holiness predicted your defeat, and so ordered that your sister be utilized. What? If you want her, then come and get her. For I cannot guarantee her fate. His Holiness. Skidia. Where is he taking her? Back to headquarters? I'd assume so. Nero, we must set aside this battle until I find out the truth of this. Aeges Schild. Ein Schild, der ans Credo gehörte. Wer ihn aufnimmt, findet eine neue Quelle der Kraft.
Der sieht aber ganz anders aus als den Credo hatte. Seiner war ein bisschen glatter. Und sah nicht ganz so cool aus. Halten. Moment, wird. Wie cool ist das denn? Man kann Gegner halten. Das wusste ich gar nicht. Das habe ich noch nie gemacht. Ist das neu in dieser Special Edition oder habe ich das einfach nur früher vercheckt? Keine Ahnung. Aber die Mission ist vorbei. Ui, ui, ui. Oh, Rang S, Rang A. Rang A, das wird wieder ein S, oder? Ah, nee, ich habe Items benutzt. Nee, ich habe keine Items benutzt. Ey, warum denn dann nur Rang S? A. Verstehe ich nicht. Egal. Oh, hui, ich schwitze ganz schön. Ich mache erstmal ganz kurz einen Cut. Und anscheinend wusste Credo doch nichts über die ganze Verhängnissache da. Interessant. Ja, wir werden auf jeden Fall mehr erfahren. Ist auf jeden Fall jetzt sehr, sehr interessant geworden. Und ich bin schon gespannt, wie es weitergeht, weil ich habe ein Haar verloren. Oh mein Gott, ich werde alt. Scheiße. Ich mache kurz einen Cut. Ich brauche kurze Pause. Es ist einfach zu warm. Bis sofort. Wir machen natürlich weiter. Ich habe mich gerade ein bisschen abgekühlt. Ich habe überall geschwitzt gerade und jetzt geht es mir schon wieder besser nach ungefähr 15 Minuten. Huiuiui, Mission 9 für Sie. Finden Sie die gefangene Kirie. Machen wir. Okay, wir haben 5.400. Bringt das irgendwas? Boah, 6.000. Okay, ist nicht viel, aber das ist so das nächste, was ich haben will. Oder mehr Kugeln holen. Ist auch so eine Sache. Ach komm. Danach aber dann Max Act. Hört sich an wie Mad Max. Was? Exceed 2. Moment, was? Wird die Ex-Anzeige auf zwei Slots erweitert? Haben Sie Zugriff auf Aktionen der zweiten Stufe? What? Der dritten Stufe? Zeig mal, ja, was kann denn das? Na komm, 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 komm. Jetzt zeig mal. Wow, nice. Alter, krass. Ah, eine längere Reichweite. Was ist Kalibur? Ach, das war das. Shuffle war auch noch ganz interessant. Aber ich spare, glaube ich, erstmal auf Max Act. Und danach kann ich diese Exceed-Sachen machen. Das ist ja echt awesome. Oh, Entschuldigung. Beginnen wir einfach mal die Mission. Wozu spielen wir denn sonst? Meine Güte. So, jetzt können wir auch Gegner hochhalten. Das ist ja voll awesome. Ich find's cool. Ich mag das Spiel. Sonst würde ich's nicht let's playen. Weil ich let's playen und keine Spiele, die ich nicht mag. Sollte man jedenfalls nicht tun. Okay, bei Dragon Age habe ich am Anfang auch gedacht, dass ich es mal. Dass ich es mag. Achso, ich dachte, jetzt kommt schon wieder eine längere Cutscene. Aber gut, Dragon Age hat sich halt irgendwie als. Bam, 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 bam. Oh oh. Au. Na komm. Kommst du mal her jetzt hier, ey? Scheiße, was wollte ich sagen? Nein, ich hab's vergessen über die Cutscene. Und die war nicht mal lang. Oh fuck. Was machen die denn jetzt? What the? Ich will gar nicht erst wissen, wie stark das ist. So, du kommst mal wieder her hier. Und komm. Bam! Bam! Geil.
Macht so einen geilen Bodycheck. Nee, ich weiß wirklich nicht mehr, was ich sagen wollte. Es tut mir leid, ich werde danach, nach dem Kampf, mal nochmal genau nachdenken. Aber ich glaube, das werde ich vergessen. Wir hatten ganz schön was aus hier. Ah, man sieht die Lebensanzeige. So, jetzt. Ach man, ey. Oh, ich fange jetzt schon wieder an zu spitzen, ne? Und wie viele Minuten sind gerade mal um? Okay, fast 5. Das ist nicht mehr normal, ist das. Das ist echt nicht mehr normal. Okay, jetzt denke ich ganz kurz nach. Ich stand hier. So, ich dachte, es würde eine Cutscene kommen, bla bla bla. Nö, ich weiß nicht mehr, was ich wollte. Ist ja auch nicht so wichtig. Ich verliere ja wirklich mal schnell den roten Faden. Wir sind in der Festhalle. Erstmal Bänke kaputt machen. Sitzmöglichkeiten. Alter, was ist mit mir los? Sitzmöglichkeiten ausgeschlossen, wollte ich sagen. So, ich glaube, hier gab es was für mich. Oh, guck mal, was ist das da hinten? Ah, ein Teufelsstern. Ich sehe es doch. Jawohl. Damit wir mehr Energie haben für unser Devil Trigger. Oh, hier ist was. Jawohl. Aber ich glaube, hier war auch noch einer von diesen blauen Stacheln. Ja, da hinten ist er. Jawohl. Es hat sich nichts geändert. Okay, wir müssen Rang S schaffen. Ich bin bereit. Normalangriff. Und jetzt geht die Combo los. Und jetzt geht das los. Das schöne Raufhauen. Ihr wisst gar nicht, wie schwer das später noch wird. Wenn man auf Rang SS machen muss. Anges, geil. Smoken. Puh, Rang SS wird schon echt schwer. Kann ich mir gut vorstellen. So, wir können da lang und wir können hier lang. Gibt's denn hier irgendwas Spezielles? Alles klar. Also Nero, ganz ehrlich, man sieht, dass das nicht durchpasst. Aber okay, gut. Wir wollen ihn ja nicht kritisieren. Er ist ein guter Junge. Au. Pff. Im Gegensatz zu mir. So, rüber hier. Ey, also. Geht doch. So, was ist denn das Ziel der... What the fuck, auf Speed oder was? Oh. Och ne. Ach komm her, Alter. Nein, komm doch mal her. Leute, ist der tot? Was? Ey. Okay, jetzt reicht's. Hahaha, wie geil. Oh, Alter. Ohne Witz, Nero hat richtige Wrestler-Moves drauf. Ach man, jetzt komm, geht drauf, ey. Wirklich. Und du erst recht hier, komm. Zack, 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 zack. Fire, genau. So muss das. Ein neues Item.
Kronos Schlüssel aus konzentrierten magischen Energien gefertigt. Kann das Gewebe von Zeit und Raum manipulieren. Kronoschlitzer. Ein Gerät zum Anhalten der Zeit, das in der Technologieabteilung vom Orden des Schwerts entwickelt wird. Ah, okay, man muss also einfach Kreis drücken hier. Und das war's. Okay. Cool. Wir können die Zeit verlangsamen. Awesome. Das wird bestimmt nochmal die ein oder anderen Rätsel geben. Ah, ich mag das mit den... Oh, hier ist was für Dante. Das heißt, Dante kommt hier auch noch vor. Aha. Also ich finde schon richtig cool, dass man hier dieses Leuchten hat und alles. Das wünsche ich mir für Devil May Cry 5, also dem richtigen Devil May Cry, auch. Das ist wirklich so ein Wunschding, was ich will. Und hier ist doch angeblich ein Eingang. Ach, der wird wahrscheinlich oben im Fahrstuhl sein. Gut, dann werden wir mal Fahrstuhl fahren. Ist ja nicht so, als wenn der irgendwie beängstigend ist oder so, oder wie ein Käfig aussieht. Und wo Gegner kommen, natürlich. Aber wirklich, die Gegnerarten werden auch nie alt. Irgendwie. Muss ich sagen. Finde ich jedenfalls. Man kann die immer wieder... Alter. Okay, vergesst, was ich gesagt habe. Das sind Scheiße. Ich benutze die Pistole viel zu wenig. Die arme Blue Rose. Aber die kann auch eigentlich nichts. Die ist halt nicht so... Ja, wie kommt man denn da hin? Anscheinend nicht so. Gut. Hier ist wieder Zeitverlangsamen angesagt. Ja, man kann einfach hier durch. Was zur Hölle? Oh, fuck. Nein, ich... Ach, deswegen, damit man hier immer wieder... das aktivieren kann. Das ist aber irgendwie auch fail, muss ich sagen. So. Oh, what the fuck. So. Ach man. Das finde ich jetzt assi. Immer eine Animation. Oh, warte mal. Das will ich jetzt sehen. Oh. Noch mehr Wirbel. Ach, ich mag das. Roll it, spin und in der Luft. Und jetzt geht's wieder das Aufstampfen los. Manche wundern sich wahrscheinlich, warum gibt's eigentlich nur diese Waffen, diese zwei Waffen und der Devilbringer Arm. LOL. Jetzt ich euer... Ah doch, okay, gut. Ich möchte das zwar schon haben. Boah, gut, Doppelsprung, okay. Jetzt im Ernst, ich komme da nicht mehr nach oben. Echt jetzt? Das ist nicht euer Ernst. Ey, wirklich jetzt? Ihr seid der Schweine. Gut, dann werden wir im nächsten Part... Oh, warte mal, kann man da rüber? Wenn die Kamera nicht so scheiße wäre, könnte man es schaffen! Oh, okay, gut. Dann werden wir im nächsten Part wieder hochfahren. Und zwar diesmal richtig, aber das blaue Stück war es einfach wert. Und ich versuche mal, ein wenig öfter die Pistole zu benutzen. Leider kann man die halt nicht gut benutzen. Ist ein bisschen schade. Man kann halt nur schießen, man kann nichts anderes mit der machen. Das ist bei Dante ganz anders der Fall. Aber ihr werdet noch früh genug sehen. Was ich auch noch sagen wollte, ja, es gibt auch später noch mehr Waffen, aber die bekommt halt nur Dante, die bekommt nicht Nero. Ihr werdet gespannt, also seid gespannt, was es so gibt. Es gibt sehr, sehr coole Waffen, wirklich sehr coole. Also von daher, freut euch drauf. Und freut euch auch auf den nächsten Part, der morgen kommt. Von Devil May Cry 4. Haut rein, Leute, und bis morgen.